Flitterabend. Spiele für Brautpaare mit Michael Schanze. Danke sehr. Schönen guten Abend auch zu Hause. Dankeschön. Da sieht man es mal wieder, der kühle Norden. Dankeschön für die freundliche Begrüßung. Zum 30. Male Flitterabend und zum ersten Mal Flitterabend aus Bremerhaven. Da mussten wir uns eine Jubiläumssendung ausdenken, damit wir endlich mal in den hohen, kühlen, gar nicht so kühlen Norden, wenn man die Begrüßung hier mal betrachtet, kommen. Wir haben so viele Städte schon bereist und es hat uns einfach nie wirklich weiter nördlich gehauen, irgendwie als Duisburg. Da waren wir, glaube ich, 7, 8 oder 9 Mal und jetzt eben hier in Bremerhaven. Und wir legen auch sofort los. Wir haben uns für unser weihnachtliches Programm ein bisschen natürlich der Jahreszeit angepasst. Und es ist auch ein wenig weihnachtlich ausgerichtet. Aber jetzt kommen zunächst mal Martina und unsere Blumenkinder. Einen wunderschönen Hallo, guten Abend. Hallo. Eigentlich dachte ich, du kommst als Rauschgoldengel. So. Aber du bist für mich sowieso ein Engel, weil wenn hier niemand zählen würde, dann würde ich wirklich total auf dem Schlauch sein. Jetzt, Freunde, normalerweise, und Freundinnen, normalerweise setze ich mich ja jetzt immer hin und wir sprechen ein wenig miteinander. Nee, nein, normalerweise, habe ich gesagt. Steht mal wieder auf. Steht mal wieder auf. Das, was du getan hast, das ist jetzt ganz wichtig. Wir haben ja hinterher noch die Gelegenheit, ein wenig miteinander zu sprechen. Wir haben nämlich alle gemeinsam noch etwas Tolles vor. Verraten wir nicht, großes Geheimnis. Und dann sprechen wir noch ein bisschen miteinander. Und was sollt ihr jetzt tun? Wie heißt denn du? Andreas. Du bist der Andreas. Und Andreas, weißt du noch, was du jetzt tun sollst? Ja. Was musst du machen? Blumen streuen. Blumen streuen. Bist du bereit? Und meinst du, die anderen sind auch bereit? Ja. Okay, dann geht's jetzt sofort los mit unserem ersten Brautpaar. Bitte schön. Aus Donauwörth, Sandra und Stefan Kuchenbauer. So, mal schauen. Es war Advent in Donauwörth, da hat sie ihn erhört. Doch bald ging ihr es auf das Licht, dass Stefan ein Hallodri war, ein Playboy ganz und gar, und treu sein, das war seine Sache nicht. Daraufhin hat sie sehr gewandt, 6 Rappen eingespannt und kutschierte ihn zum Standesamt. Und seitdem hat sie in der Tat die Zügel in der Hand. Viel Glück für euch beide heute Abend. Sag mal, ihr beiden, ich meine, wenn es im Advent war, war das letzte Woche oder wann habt ihr euch kennengelernt? Nö, ist schon 2 Jahre her. Ist schon 2 Jahre her. Gut. Und dann hast du Rappen eingespannt. Müssen das nicht bei der Hochzeit Schimmel sein? Wie kommst du auf Rappen? Ja, es hat nichts anderes gegeben. Dann haben wir 6 schwarze Pferde genommen. Aha. Jetzt sagt uns noch ganz geschwind, damit wir euch zu Beginn ein wenig einschätzen und kennenlernen. Was bist du vom Beruf? Ich habe einen Versand für Büromaterial. Für Büromaterial, ja? Ja? Mhm. Und was machst du? Ich bin freiberuflicher Foto- und Grafikdesigner. Gut. Stefan und Sandra, ihr müsst den Anfang machen. Ihr wisst, zu Beginn unserer Sendung müssen sich unsere Paare immer in einer etwas kniffligen Situation bewähren. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, unsere Zuschauer zu Hause davon zu überzeugen, dass ihr euch möglichst geschickt hier aus der Affäre zieht. Guckt mal, was ihr angerichtet habt. Eigentlich habt ihr etwas Mieses getan. Ihr seid nämlich in den Wald gegangen und habt euch euren eigenen Weihnachtsbaum hier abgesägt. Schnappt euch den mal, schnappt mal. Ich krieg dafür die Blumen, deswegen mache ich diese Stelle immer im Programm. Ja. So, und das ist euer Baum. Das alles wäre ja noch nicht
ganz so schlimm für euch persönlich, für den Wald, ist es natürlich nicht so ganz doll, ne? Aber jetzt kommt leider auch noch der Oberförster. Ihr habt circa 30 Sekunden Zeit, lasst euch was Gutes einfallen. Bitte schön, Herr Förster. Ja, kommen Sie schnell, Sie müssen uns helfen. Gut, dass Sie kommen, Sie müssen uns helfen, wir haben einen Notfall. Ja, hab ich euch ich bin der Weihnachtsmann und das ist der Engel Sandra. Ja, ja. Und an unserem Weihnachtsschlitten ist die Kufe gebrochen. Sie müssen uns unbedingt helfen. Und wir müssen da eine Kufe draus schnitzen, dass wir rechtzeitig endlich die Weihnachtspakete ausfahren können. Sie dürfen dafür auch mit den Himmel. Also das ist doch so, was habe ich denn? Nehmen Sie mir das, das geht doch nicht. Und hier ist unser zweites Paar. Aus Bad Dürkheim. Renate und Klaus Einsfeld. Guten Abend. Sonst werden wir uns mal anhören, wie das bei euch war damals. Könnt ihr euch noch erinnern? Beim ersten Treffen sprach sie süß: Komm, zeig mir dein Gebiss. Da dachte er: Frau, was soll die Show? Er zeigte ihr die Zähne zwar, doch vor der Freundeschar griff er ihr auch keck noch an den Po. Daraufhin dachte sie voll Zorn, der kriegt was um die Ohren und scheuerte ihm eine und zwar satt. Und seitdem wissen diese zwei, wie viel's geschlagen hat. Viel Glück auch für euch beide heute Abend. Also das müsst ihr mir schon ein bisschen genauer erklären. Ich meine, du schaust nach seinem Gebiss, er kneift dir in den Po. Was seid ihr vom Beruf? Tierarzt oder was? Ja, das habe ich versucht weiß zu machen. Ja. Nein? Stimmt, nein. Ich arbeite in einem Büro für Vermögensberatung, bin dort Chefsekretärin und versuche so die gute Fee meines Chefs zu sein. Mhm. Und was macht er? Ich bin Chemieingenieur und bin im Bauunternehmen tätig, als Vertriebsmann. Ganz genau, dann können wir eigentlich lossausen. Da drüben auch ihr habt 30 Sekunden Zeit. Ja, auch ihr habt einen Tannenbaum abgeschnitten. Ja. Was man nicht tun soll, wirklich, weil wir denken uns manchmal so Spielchen aus und dann wieder kommt irgendeiner und sagt, Freunde, Freunde, ihr geht da mit schlechtem Beispiel voran, aber es ist nun mal so. Ne? Und man soll es nicht tun, aber ihr sollt euch jetzt hier aus der Affäre ziehen. Darf ich die Blümchen halten oder brauchst du die Blumen? Mir ist ganz egal. Völlig egal. Also, bitteschön, auf geht's. 30 Sekunden für euch. Hab ich euch endlich mal erwischt. Oh, Herr Förster, Herr also, Förster. Also, das ist ja gut. Bitte nicht böse sein. Sag's ihm aus, aber, bitte. Aber genau dieser Baum, genau unter diesem Baum, Herr Förster, ja, unter diesem Baum, war es für uns das erste Mal. Na, Sie wissen schon, Herr Förster. Und das war der sehnlichste Wunsch meiner Frau, dass dieser Baum dann eben am Weihnachten bei uns zu Hause steht. Ist das wirklich wahr? Ja, so ist es, Herr Förster. Und damit kommen wir zu unserem dritten Paar. Aus Offenbach. Claudia und Rüdiger Brothage. So, jetzt eure Kennenlerngeschichte. Als er ihr Chef war im Büro, galt er als Gigolo, nur sie war ihm zu arrogant. Darauf sprach sie bloß zum Spaß: Kollegen, wetten, dass der Kerl doch betteln wird um meine Hand. Und prompt lud Rüdiger sie ein, und beim Diner zu zweien, da wurde er befördert himmelwärts. Vom einfachen Abteilungschef zum Boss in Claudias Herz. Viel Glück auch für euch beide heute Abend. Wir haben ja in den letzten Monaten, immer mal wieder aufgefordert, dass sich sogenannte Mehrfachtäter bei uns melden. Für euch beide ist es die zweite Ehe, die ihr eingegangen seid. Ja. Darüber können wir später noch ein bisschen sprechen. Sagt ihr mir noch geschwind, was ihr vom Beruf seid? Ich bin Kauffrau. Kauffrau. Und was verkaufst du? Software. Software. Kenne ich nur Eis. Software. Eis. Also was für Software? Software für Computer. Aha. Für Programme. Programme in Krankenhäusern. Mhm. Und was macht der Göttergatte? Das Gleiche. Nein, ich mache den Vertrieb. Mhm. Also bleibt alles in einer Familie. Ich mache die Finanzen und er macht den Vertrieb. Bestens. Und jetzt müsst ihr euch beide hier aus dieser kniffligen Situation möglichst geschickt
befreien. Für euch gilt das Gleiche wie für die anderen beiden Paare. Ihr habt auch einen Baum abgeschnitten. Und zwar für euch hier ist die Säge, da ist der Baum, schnappt ihn euch. Und leider kommt er auch hier bei euch, der Oberförster. Bitte schön. Ja, also das ist ja Mann. Ja, ja, was machen Sie denn da, Dieb? Ein Weihnachtsbaum, Dieb. Zwei sind schon weg. Wir nicht. Der hat zwei mitgenommen. Komm, Sie sehen den Dieb, haltet den Dieb, lauft. Also, ja, komm, entschuldigen Sie mal. Gas, Momentchen, Gas, Momentchen. Komm, also, den Dieb. Da muss ich das Jagdschwein auf Sie hetzen. Nein, auf den Dieb. Was? Der Dieb ist weg. Der Dieb ist weg. Da hinten ist er, komm schnell. Die Martina bringt euch nach drüben. So, und jetzt darf ich mich recht herzlich erstmal bedanken bei unserem Piet Glocke. Piet, du hast wieder prima gemacht. Super. Dankeschön. Sag mal, wir haben 30. Flitterabend. Wie oft warst du dabei? Weißt du das? Wie oft warst du dabei? Ich glaube, fünf. Oder sechs Mal. Fünf oder sechs oder sieben oder noch mehr. Leih mir jetzt mal bitte dein Gehör. Ich habe mir jetzt 2 Jahre gedichtet. Oh. Lieber Piet, du überragst nicht nur die Fichten bei unseren Ausredegeschichten. Du haust mich völlig aus der Socke. Beifall für Piet Glocke. Schenk ich dir. Super, danke schön. Ciao. So. Und jetzt geben wir die Telefonnummern durch für alle, die sich an unserem TED-Spiel beteiligen wollen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sandra und Stefan es am besten gemacht haben, ja, mit ihrer Idee von der Reparatur, dann bitte wählen Sie die 0137 001 und die Kennziffer 1. Wenn Sie der Meinung sind, dass, da sind Sie im Bild, dass Renate und Klaus es am besten gemacht haben, dann bitte wählen Sie die 0137 001 mit der Kennziffer 2. Die haben unter dem Motto, Sie hätten sich doch das erste Mal ausgerechnet unter diesem Baum, was auch immer, kennengelernt. Dann haben wir unser drittes Paar, Claudia und Rüdiger. Das war die Sache mit dem Dieb, die Claudia gleich den Oberförster entführt hat. Das ist die 0137 001 mit der Kennziffer 3. Bestens, ab jetzt freuen wir uns auf Ihre Anrufe. Mal schauen, wie viele TED-Anrufer wir diesmal zusammen bekommen. Und ich bin jetzt gleich bei Sandra und bei Stefan. Sandra, vorhin im Gedichtchen oder im kleinen Liedchen hieß es, der Stefan sei ein rechter Halotri. Hat dir das denn nicht Angst gemacht? Er war ein rechter Halotri. Er war ein rechter Halotri. Wer hat das geändert? Ja, Sie. Ich? Ja, wie hat sie das gemacht? Ich meine, du bist ein paar Tage älter als sie, gell? Ja, wir sind ein paar Tage auseinander. Es sind zehn Jahre. Gut, und wie hat sie das geschafft, dass sie dich geändert hat? Ja, durch ihr ganzes Wesen, ihre ganze Art. Sie hat es einfach verstanden, mich zu ändern. Mhm. Ich habe August immer anfassen müssen. Ja. Erzähle, also hast du da irgendwie... Sie nimmt mich so, wie ich bin. Sie versucht mich nicht zu ändern. Sie akzeptiert mich so, wie ich bin. Ich akzeptiere sie so, wie sie ist. Und es klappt hervorragend. Jetzt, aber wenn man so deine Lebensgeschichte ein bisschen verfolgt, du gehst ganz gerne mal in Discos und so weiter und sie geht das dann war, nicht. Das war früher. Ah, das hast du abgestellt? Nee, das war schon vor mir vorbei. Aha. Aber das ist vorbei. Mhm. Und da hast nie irgendwie dran nochmal gezweifelt? Nee. Ich habe gehört, so kurz vor der Hochzeit hast du nochmal so eine Art kalte Füße bekommen. Ja, oder? Da habe ich nochmal Panik gehabt. Ja. Weil jeder hat gesagt, mit 20 heiraten, du bist doch dumm, wie kann man das nur? Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, mal mit 20 heiraten, wie kann man das nur? Aber ich habe sie dann wieder ausgerichtet. Ja. Das war dann nur mal ein paar 2 Wochen vielleicht, dann war das auch wieder überstanden. Du hast gesagt, die Sandra sei die erste Frau, die dir begegnet sei, die keine Macken hat. Das stimmt, ja. Also bisher war es immer so, dass mich an den meisten Frauen irgendwas gestört hat, so im Laufe der Zeit. Entweder sie haben geraucht, ich rauche nicht, oder sie haben Alkohol getrunken oder irgendwas, was mich gestört hat, oder irgendwelche Wesenszüge. Hast du dir jemand ausgesucht, der noch nicht rauchen darf und noch nicht trinken darf? Nee, aber die Sandra ist zum Glück auch Nichtraucher und einfach ihre ganze Art, sie ist so ein ehrlicher Mensch und sie ist so ein offener Mensch und sie sagt, was sie denkt und sowas findet man selten, an Menschen, der wirklich ehrlich ist. Und das habe ich so geschätzt an ihr und da habe ich mir gedacht, das ist die richtige Frau für mich und die lasse ich nicht mehr los. Dann wünsche ich euch beiden recht viel Glück. Ich muss jetzt mal nach drüben sausen, denn ich sehe, unsere Blumenkinder sind blitzschnell umgezogen und ihr seid auf einen richtigen Spaziergang vorbereitet, auf einen Winterspaziergang. Hä? Wer bist denn du? Caroline. Caroline, habt ihr denn schon,
Wunschzettel geschrieben jetzt so in der Vorweihnachtszeit? Ja. Was steht denn bei dir auf dem Wunschzettel drauf? Auch alles Mögliche. Auch alles Mögliche. Zum Beispiel, was steht bei dir drauf? Ein Radio. Ein Radio möchtest du gern. Und was möchtest du gerne? Ein Gameboy. Kann man viel besser spielen. Ein Gameboy kann man besser spielen als auf dem Radio. Und kann man auch rausnehmen. Dann kann man da spielen mit den anderen Kindern. Mhm. Also ich finde Radio aber ehrlich gesagt auch ganz gut. Wer weiß noch was? Was hast du dir gewünscht? Ja, du hast ein super Stirnband an. Hä? Ich wünsche mir zum Weihnachten Mountainbike und Vega. Ein Mountainbike? Also Computer sind schwer in. Sagt mal, habt ihr zu Hause schon Adventskranz? Kommt doch mal ein bisschen mit, seid doch so lieb. Hä? Habt ihr schon Adventskranz? Ja. Ehrlich? Ja. Und wie ist dieser Adventskranz? Habt ihr den geschmückt zu Hause? Ich habe nämlich für euch einen Adventskranz vorbereitet und ich glaube, den werden wir jetzt mal zusammen schmücken. Ha? Habt ihr Lust? Ja. Bestens, dann gehen wir mal hier nach drüben. So, jetzt brauche ich noch ein Feuerzeug, mein Schatz hier. Lass mich mal schnell zur Seite. Achtung, Vorsicht, kann Funken schlagen. Kerzen auf einem Kranz erleuchten in hellem Glanz und sie bringen Licht in die Dunkelheit der Vorweihnachtszeit. Vier Kerzen verbreiten Charme. Leuchten rot und warm, trotzen Schnee und Eis und sie tauen unsere Herzen auf. Und wenn die vierte Flamme brennt an einem Abend im Advent, leuchten stolz in hellem Glanz vier Kerzen auf einem Kranz. So, jetzt geht doch mal zu unseren Weihnachtsbuden und besorgt ein bisschen Christbaumschmuck. Oder Adventskranzschmuck. Nicht den Schnee hier aufrollen, den haben wir künstlich ausgelegt hier. Also, das ist ein Schneesturm geworden hier. Schön, gell? Vier Kerzen im Tannengrün, die hell und warme glühen, öffnen unsere Augen und schenken uns Geborgenheit. Und wenn die vierte Flamme brennt an einem Abend im Advent, leuchten stolz in hellem Glanz vier Kerzen auf einem Kranz. Also ich finde, ihr habt es ganz schön gemacht. In Blitzeschnelle schaut dieser Adventskranz wunderbar auf. Was hast du denn dran gehängt? Ein Tannenzapfen. Also, und wer hat den Engel hier aufgehängt? Ich. Was sagt denn der Engel zur Weihnachtszeit? Was hat er gesagt? Wir sollen lieb sein. Ach, wir sollen uns lieb sein, ja. Und ich kann euch nur eins sagen, der Engel, der sagt auch noch, wenn du jetzt nicht gleich zu reden aufhörst, dann verschieben sich die nachfolgenden Sendungen um 10 Minuten. Deshalb dürft ihr noch ein bisschen weiter schmücken und ich gehe mal nach drüben. Ich finde, ihr habt es ganz toll gemacht, ganz toll. Super. So. Einmalig. Natürlich muss es Proben geben für so eine Sendung, gell? Und wir haben uns überlegt, wir lassen es nicht schneien bis zum Tag, bis zum Abend der Sendung. Und zwar ja genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Haben es sauber geschaut. So, und wir müssen hier in Zukunft immer abdecken, weil neulich hat es sogar Absprachen gegeben. Die wird es jetzt nicht geben. Ich lege los. Unsere Übereinstimmungsfragen, wo wir euch noch genauer kennenlernen. Also. Wer von euch beiden hat das größere Kuschelbedürfnis? Sie oder er? Er meint sie und Sandra meint alle beide.
Kein Problem. Wer entwickelt bei Auseinandersetzungen die größere Lautstärke, Sie oder er? Tja. Nochmal beide, er meint, er entwickelt die größere Lautstärke. Wer ist schlampiger, Sie oder er? Das kann ich ja nun nicht glauben. Bist du wirklich schlampiger oder bist du nur so höflich oder was? Ja, manchmal bin ich ja ziemlich schlampig. Ehrlich wahr? Ja, aber nur privat, im Beruf nicht. Im Beruf nicht? Nein. Gut, weiter. Das trenne ich. Nächste, das trennst du. Wer flüstert die heißeren Liebesschwüre, Sie oder er? Und wer hockt öfter vor dem Fernseher, Sie oder er? Er meint, du seist es und sie meint wiederum, er sei es. Jetzt, wer hat bestimmt? Ihr wohnt aber schon zusammen, oder? Ja. Das trifft sich. Aber noch nicht lange. Noch nicht so lange, aber vielleicht hat es da auch schon eine Entscheidung gegeben. Wer hat bestimmt, wie die Seiten im Ehebett verteilt werden? Nein, er sagt, du hast es bestimmt. Und du meinst beide. Warum sagst du, sie hat es bestimmt? Hättest du lieber die andere Seite gehabt? Nee, wir sind ins Schlafzimmer rein, hat sie gesagt, ich möchte auf dieser Seite schlafen, weil ich nachts öfters aufs Klo muss. Du schlafst aber doch auf meiner Seite. Moment. Kommt mal bitte her. Moment, also ihr seid ins Schlafzimmer gekommen. Ihr seid ins Schlafzimmer, da hat sie gesagt, sie möchte da schlafen. Ja. So, und jetzt? Mittlerweile schläft er auf meiner Seite. Ab und zu. Besser schläft. Wir wechseln. Ihr wechselt, ja. Gut. Also ihr wechselt jetzt auch euer Plätzchen. Ihr geht da drüben zur Bar, zur Martina. Okay. Die wird uns was über eure Übereinstimmungen sagen. Ja, bis jetzt sieht es noch ein bisschen mager aus. Es war ganz genau eine Übereinstimmung von insgesamt 6 möglichen. Und wir machen weiter mit Renate und Klaus. Einer links, einer rechts, gerade wie ihr wollt. Ihr habt unsere Täfelchen und Frage 1. Gemeinsames Baden ist angesagt. Wer putzt die Wanne, Sie oder er? Was meinst du, Renate, wie du jetzt beneidet wirst zu Hause? Mal, bricht der Nightclub aus hier in Deutschland. So, wer ist in der Liebe erfinderischer, Sie oder er? Wer macht bei einem Streit eher ein Versöhnungsangebot, Sie oder er? Du kannst es nicht so gut aushalten, wenn ihr euch streitet. Nein? Nee, eigentlich. Du kannst damit leben? Nein, damit leben kann ich nicht, aber ich bin anscheinend ein bisschen hartnäckiger, ja. Du bist hartnäckiger. Gut. Wer macht dem anderen mehr Komplimente, Sie oder er? Das verstehe ich nicht. Wer macht dem anderen mehr Komplimente, Sie oder er? Oder beide, oder je nachdem, was du meinst. Heißt es beide gleich viel oder beide gleich wenig? Das kann man sich jetzt aussuchen. Wer kann besser mit Geld umgehen, Sie oder er? Sag mal, seit wann kennt ihr euch schon? Schon lange. Ja. Gut. Wer hat mehr Hemmungen, in einen Sexshop zu gehen? Sie oder er? Nee. Tja, Klaus, jetzt musst du dich entscheiden. Kommt ihr mal bitte nach vorne. Warum hast du so lange gezögert? Ja, schon bin ich ganz sicher. Warst du dir nicht so sicher? Ja, entweder beide oder sie. Ja. Aber du auf gar keinen Fall? Nee. Er hat damit kein Problem. Wie bitte? Er hat damit kein Problem. Hat kein Problem? Nee. Warst auch schon? Ja. Habt ihr euch da kennengelernt? Nein. Gut. Dann seid so lieb und geht bitte nach drüben. Die Martina wird uns gleich was erzählen. Ja, das war absolute Harmonie bei Renate und Klaus mit 6 Übereinstimmungen. Und Claudia Rüdiger, ihr wisst, unser Täfelchenspiel, um euch besser kennenzulernen. Wer findet erotische Filme aufregender, Sie oder er?
Nicht sagen, sondern nur das Täfelchen hochstrecken. Und wer liefert öfter den Anlass für Meinungsverschiedenheiten? Sie oder er? Oh, sie bezieht es auf sich und Rüdiger bezieht es wiederum auf sich. Wie nett. Wer ist eitler? Sie oder er? Wer schummelt öfter beim Spielen? Sie oder er? Bei welchem Spiel? Ja, wir spielen nie. Ihr spielt nie. Ja, wer schummelt? Spielt ihr überhaupt gar nichts? Nichts. Wer schummelt beim Liebesspiel? Soll ja auch geben. Spielt ihr das auch nie? Nein. Dann lass es doch einmal eine Frage machen, die sonst erst nach 22 Uhr kommt. Also, wer schummelt öfters beim Liebesspiel? Er oder sie? Ah! Also sie sagt sie selber und der Rüdiger sagt er und du erzählst mir noch mal, wie man als Mann beim Liebesspiel schummeln kann. Das erzählst du mir. Gut. Wer ist selbstbewusster, sie oder er? Ja, Herr Chef. Ja, sehr schön. Da bleiben wir gleich beim Thema, obwohl es nicht so geplant war. Wer ist öfter zu müde für die Liebe, sie oder er? Seid ihr so lieb, kommt zu mir, Und ihr werdet jetzt gleich von der Martina erfahren, wie viele Übereinstimmungen ihr zusammengebracht habt. Bitte. Tja, das waren 4 Übereinstimmungen bei Claudia und Rüdiger, die sich damit 2 Fläschchen Shampoos gesichert haben. Gleich, für die meisten Übereinstimmungen gehen 3 Fläschchen Shampoos an Renate und Klaus und entsprechend einmal Shampoos an Sandra und Stefan. So, und jetzt dachte ich eigentlich, dass es einen tosenden Applaus gibt hier für unsere Paare. Und jetzt kommt gleich. Die edelste und vornehmste Schneeausfrisierpause, die ich jemals gehabt habe. Das meistgetanzte, das erfolgreichste Ballett der Welt ist Schwanensee, Peter Tschaikowski. Und diese melancholische Liebesgeschichte passt ja erstens mal ganz gut in den Flitterabend und zweitens passt auch ganz gut in die vorweihnachtliche Zeit. Da erzählt man ja auch immer wieder märchenhafte Geschichten. Und in Schwanensee wird, Sie wissen es, Odette von dem bösen Zauberer verzaubert, in einen Schwan verwandelt und kann nur zurückverwandelt erlöst werden, wenn ihr ein Mann ewige Treue schwört. So, und wir lassen uns jetzt auch verzaubern. Und zwar die besten Tänzer und Tänzerinnen, Sie wissen es, kommen aus Russland. Ich selbst bin vor 2 Jahren dort gewesen und seitdem bin ich ununterbrochen dran zu drehen, ob es denn nicht irgendwann einmal möglich wäre, das russische Staatsballett zu uns hier einzuladen. Für heute, für unsere Jubiläumssendung, ist es uns gelungen. Sie sehen nun unter der Leitung von Vyacheslav Gordejew die Solistin, Tatjana Gurjanova und Andrei Ryabov. Bitte schön, viel Spaß. Thank you.
Vielen herzlichen Dank. Thank you very much. Spasiba. Vielen Dank. Das russische Staatsballett. So. War schön, gell? Hier ist der harte Kern versammelt. Wir haben wieder eine ganze Reihe von ehemaligen. Wo sind denn die Australienreisenden? Ihr wart es. Maria und Stefan. Stefan, ja. Stefan, sag mal, also ihr beide hattet gewonnen und ihr habt die Australienreise genommen. Ihr seid gerade erst heimgekommen, ist das richtig? Ja, ist richtig. Bitte erzähle, wie war es? Es war einfach super. Wirklich? Es war eine wirkliche Traumreise. Es war alles so toll organisiert und also wir haben das, sind rundherum verwöhnt worden. Und wann seid ihr denn heimgekommen, Stefan? Vor 2 Wochen sind wir heimgekommen. Am Freitag. Du schaust noch ganz mitgenommen aus. So eine Reise ist ja anstrengend. Du warst doch Fahrlehrer. Du bist immer noch. Ja. Du musst doch Reisen gewöhnt sein, oder? Ein paar Kilometer, doch, mehr oder weniger. Wir sind auch links gefahren. Aha. Linksverkehr in Tasmanien. Also ihr seid richtig da, so, ihr seid drüben rüber und dann quasi als Selbstversorger so durch die Prärie gefahren. Ja, in Tasmanien haben wir das Auto gehabt und da sind wir also dann so einige tausend Kilometer quer durch Tasmanien gegondelt. Weißt du, manchmal frage ich mich nämlich schon, wenn ich so die schönen Filmausschnitte am Schluss sehe von unserer Sendung, denke ich mir, na, ob wie diese Reise wohl sein wird. Es ist schön, dass ihr mir das bestätigen könnt. Wir reden nachher noch mal ein bisschen drüber. Ich bin jetzt ein bisschen kurz angebunden, weil ich sehe hier gerade jemand sitzen. Warte mal schnell. Das ist auch noch nicht häufig vorgekommen. Den kenne ich doch. Björn Schimpf. Michael. Nein, du musst entschuldigen. Ich hatte gerade zu sagen. Grüß dich. Hallo. Bitte sag, wie soll ich das verstehen? Du sitzt hier einfach bei den Kollegen rum und machst den Notizen oder was? Das kenne ich von Rummenigge und Beckenbauer. Evalin macht das auch. Ja, die sitzen in einem fremden Stadion, tun so, als ob sie kein Wässerchen trüben können und da eigentlich wollen sie abwerben. Eigentlich sitze ich auch hier, habe noch kein Wässerchen getrübt, man hat mir noch keins gegeben. Du willst die guten Leute abwerben. Was möchtest du mit mir machen? Nein, nicht mit dir, Michael, nein, nicht mit dir. Ich brauche eine bestimmte Person. Eine bestimmte Person? Noch besser als mich, Piet Glocke, nein, Martina. Das wäre nett privat, aber auch nicht, nee. Dann bleibt nur noch einer. Michael. Also bitte, was willst du mit Bobby Flitter? Ja, den brauche ich am kommenden Wochenende, am kommenden Samstag bei mir in der Sendung. Einladung zu Schimpf. Wieso denn? Was ist? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, da hätte ich selber auch kommen können. Ja, nun. Aber ich kann nur nicht. Also gut, da werden wir drüber reden. Ja. Das mit dem Bobby sollte klappen. Würde riesig. Und ich denke mir schon, was schreibt der Mensch da die ganze Namen Zeit? Und so, das ist okay im Prinzip. Ja. Also, das alles war Beste. Richtig toll. Bjarni, dann bedanke ich mich für den Besuch. Ich hab zu danken. Noch hast du ja nicht geborgt. Noch hast du den Bobby nicht ausgeborgt bekommen. Du denkst drüber nach, oder was? Na, da wird nicht. Okay, pass mal auf. Jetzt wollte ich dir aber noch was sagen. Wenn das nämlich stimmt, was ich heute Morgen gelesen habe, dann kann ich dir nur sagen, lieber Björn, 50 Jahre werden ist nicht bitter. Schau mal, hier kommt für dich der Bobby Flitter. Der hat nämlich heute Geburtstag. Hey! Danke, Bobby. Aufblasen. Ich bin Raucher, mir geht nicht. So schaltet man Kollegen aus, gell? Das ist vorbei. Danke. Ciao, Björn. Danke. Also, Bobby, danke. Du weißt, du hast einen neuen Job, gell? Schon wieder. Nächsten, beim Westdeutschen Rundfunk, ist keine schlechte Adresse. Nächsten Samstag. Ja. Nächsten Samstag. Kann aber nicht untreu werden. Ne? Nein, einmal, das ist nicht. Für eine halbe Stunde. Die brennt schon wieder, Björn. Wie war das? Ist denn das die Möglichkeit? Also, diese Kerzen sind immer wieder... So, jetzt. Claudia und Rüdiger. Ich habe bei euch beiden gesagt, ihr habt beide schon eine Ehe hinter euch. Ja. Mhm. Als ihr euch dann kennengelernt habt, stand euch da der Sinn zunächst nach heiraten, oder? Nein. Eigentlich ihr nicht? Nein, überhaupt nicht. Hattet ihr gründlich die Nase voll so? Kann man so sagen. Ja. Ja? Ja. Ja. Wie habt ihr das denn versucht, denn anders anzugehen? Ja. In eurer Beziehung jetzt? Ja, wir haben uns sicher gegenseitig mehr Freiheit gelassen. Mhm. So ein bisschen an der längeren Leine. Mhm. Warst du in deiner ersten Ehe, warst du da, fühltest du dich ein bisschen zu dominiert, oder? Ja. Klaus, auch? Rüdiger. Ja. Ah, Rüdiger, entschuldige, ja. Ja.
Klaus Rüdiger. Klaus Rüdiger, ja. Rüdiger, du auch? Ja. Also ihr lasst euch beiden jetzt ein wenig... Mehr Freiheit, mehr Gelassenheit, mehr Ruhe. Ihr habt ja im Prinzip, wenn das richtig ist, weil ihr habt es so ein bisschen auf eurem Fragebogen ja auch notiert, ihr habt, wenn man so will, ganz klein wieder angefangen. Ja. Ich meine, du warst Chef. Ja, man sagt ja immer nach einer Ehe, der Hausrat ist geteilt. Mhm. Und bei uns war es in beiden Fällen so, dass der Hausrat geteilt war, aber der war dann eben nur einseitig geteilt. Mhm. Und da blieb... Aber das war es uns wert, also mir. Also ihr habt ganz klein in einem... Ein Zimmer, so ein, gibt so Plastikkleiderschränke mit so einem Reißverschluss. Kenn ich. Ja. Und so eine Wäscheleine im Zimmer. Und, ja. Heiraten wolltet ihr nicht, aber Familie gründen wolltet ihr schon. Ja, wir wollten noch ein Kind. Mhm. Gleich von Anfang an. Und da, das ist unser Robert geworden. Das war so der Heiratsantrag. Wunschkind, den habt ihr auch mitgebracht. Den haben wir mitgebracht, ja. Wo ist denn der Robert? Robert! Komm doch mal her, komm, so viel Zeit muss sein. Hi, Robert. Jetzt weiß ich auch, warum ihr schon die ganze Zeit dahin winkt. Grüß dich, servus. Also, Robert, du warst dann bei der Hochzeit dabei. Ja. Erzähl mal, wie war denn das? Ich komme ein bisschen zu dir rüber. Wie war denn das? Schön. Ja, schön. Wie liefen das ab? Bei euch ist irgendwie was ganz Besonderes gewesen, habe ich gehört. Hm? Ich weiß nicht. Weißt du nicht? Schau mal, ja genau, die Mami, die zeigt schon drauf. Ach ja. Ach, mein Ring. Dein Ring? Bitte erzähle, was ist das für ein Ring? Den habe ich von meinen Eltern auch zur Hochzeit gekriegt. Sozusagen, also es war eine Hochzeit mit 3 Eheringen. Ja. Ganz gut, bestens. Und wie bist du in der Schule so, erzähl mal. Weiß nicht. Oh. Schaut die Lehrerin zu, oder was? Vielleicht. Mhm. Welches Fach magst du nicht so gerne? Deutsch. Nicht so gut. Mm-mm. Und was machst du gerne? Rechnen. Das ist gut. Stell dir vor, die Mama macht die Finanzen, er ist auch Kaufmann, da braucht ihr gute Rechner in der Familie. Ja. Dann saust du wieder auf deinen Platz. Robert, vielen Dank, dass du hier schnell hergekommen bist. Ist doch süß. Sag mal, jetzt habt ihr beide euch aber kennengelernt. Ihr habt euch kennengelernt, da wart ihr beide noch verheiratet. Richtig. Hat man da nicht so ein gewisses Misstrauen jetzt, wenn man dann zum zweiten Mal dann doch diesen Schritt unternimmt? Denn ich meine, irgendwann habt ihr dann gesagt, jetzt heiraten wir doch. Was war denn das ausschlaggebende Moment dafür? Der Grund des Zusammenseins war, dass wir nach ganz kurzer Zeit gesagt haben, wir wollen unseren Bub, unseren Robert. Es war noch nicht klar, dass es Robert war, aber Wir wollen gemeinsam das Kind. Und eigentlich war das so der Heiratsantrag und die Entscheidung, dazu zusammen zu bleiben. Mhm. Und das haben wir jetzt unterstrichen mit so einem dicken Strich und so richtig unterschrieben. Hat man denn nicht doch ein Misstrauen, wenn man sagt, sowas ist mal in die Binsen gegangen und ich probiere es jetzt zum zweiten Mal und lieber Gott, hoffentlich hält es? Ja. Hat man schon? Ja, hat man schon ein bisschen. Aber ich denke, wir sind seit 10 Jahren zusammen und irgendwo haben wir uns so kennengelernt und auch lieben gelernt und ich glaube einfach, es kann nichts mehr passieren. Wunderbar. Dann wünsche ich euch beiden viel Glück. Das tun wir alle hier. Danke. Und ich darf die Herren der Schöpfung bitten, mit der Martina mitzugehen. Seid ihr so gut? Sandra, kommst du ein bisschen näher? Geht ihr manchmal auf Partys? Nicht so viel? Nee? Selten. Also Diskos war vorher, Partys war vorher. Ja. Aber Musik machst du schon, weil ich habe gehört, du steppst. Ja. Ja, schon. Also Partys. Ja? Private Partys. Private Partys. Da gibt es schon mal. Jetzt ist es ja so, dass mittlerweile das ganze Jahr über nicht nur im Fasching, dass irgendwelche Feste veranstaltet werden unter einem Motto. Ihr seid nämlich jetzt zu einem solchen Fest, zu einer solchen Party eingeladen und das Motto ist Weihnachtsmänner, Weihnachtsfrauen. Ihr sollt also als Weihnachtsfrauen verkleidet auf diesem Fest erscheinen. Wie kannst du denn eine Weihnachtsfrau vorstellen? Ja, eigentlich genauso wie ein Weihnachtsmann, ne? Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Busen, aber ansonsten, das kann man ja so ein bisschen nett machen, aber auch, vielleicht nicht unbedingt ein Bart, aber eine Mütze schon. Eine Weihnachtsfrau mit Bart, allerdings. Wie schaut es denn da drüben aus? Wir haben nämlich eine kleine Modenschau für euch vorbereitet. Dann kommt doch mal mit nach drüben. Ha?
So darf ich es wagen, Arm und Geleit anzutragen? Dann gehen wir mal nach drüben. Also wenn es ganz genauso wäre wie ein Weihnachtsmann, Renate, das wäre ja dann wär nicht so wahnsinnig wild. Jetzt pass mal auf, ich komme hier ein bisschen nach drüben. Denn den normalen Weihnachtsmann, den kennen wir ja alle. Der findet auch ganz selten statt bei einer Modenschau. Aber bei uns findet er eben schon statt. Achtung, hier kommt der Weihnachtsmann. Das ideale Outfit ist hinreichend bekannt. Der oversized gestylte Duffelcoat in Signalrot mit markanten Kuschelapplikationen in aktuellem Snow White für Outdoor-Trips perfekt ergänzt um ein integriertes, lässiges Cape. Auf Deutsch Kapuze. Dazu swingt der zeitgeistbewusste Dezember-Dynamiker keine Plastiktüte, sondern den umweltpositiven Allround-Großraumsack Konsumbeutel aus reiner Naturfaser. Früher schlicht und einfach Sack genannt. Vielen Dank, Herr Nikolaus Sack. Er muss einfach nur gehen. Und über die Beatglocke kann ich mich wirklich beömmeln. Habt ihr mal ein Lied von dem gehört? Nein. Der singt auch und das ist wirklich saukomisch. So, jetzt aber geht es los mit unserer Modenschau und da passiert Folgendes. Eure Männer sehen die Modenschau auch und sie werden euch von dieser Modenschau eine Kreation, ein Kleid mit nach Hause bringen. Und ihr sollt vorher festhalten, welches Kleid wird er denn wohl für mich mitbringen. Am Anfang könnt ihr einfach nur genießen, zum Schluss sehen wir alle Models nochmal gleichzeitig und dann könnt ihr aufschreiben, welches Kleid er denn wohl für euch aussucht. Alles klar soweit? Alles klar. Dann können wir mit der Modenschau beginnen. Bitteschön. Sehr viel Feuer.
Ladies, meine Damen, jetzt müssen Sie sich entscheiden. Welches Modell bringt Ihnen, ich meine nicht Model, gell, sondern Modell, welche Kreation bringt Ihnen Ihr Mann mit nach Hause? Also ist es hier dieses Modell Nummer 1. Es wäre, weiß ich nicht, Mini mit maximalem Einblick. Das ist die spanische Weihnachtsfrau, Modell Carmen, erinnert mich ein bisschen hier in Bremerhaven an die Fußgängerzone, auf in den Kampf. Das wäre dann hier das Modell Jingle Bells mit aktuellem Glockenröckchen. Wunderbar, die ist ein bisschen unentschlossen. Oben alles frei, dafür sind diese Ohrenschützer drauf. Auch gut. Dann haben wir hier, das hat mich fasziniert mit diesem Kragen. So ein bisschen Maria Stuart, so hier oben, jawohl, ganz genau. Könnte aber auch der Kardinal, Vatikan sein. Sehr gut. Und dann dieses hier, oh, Entschuldigung, ist es... Ja, man ist näher dran, als man glaubt, ja. Das ist gut. Also, das Modell Madonna oder Spitze, Doppelspitze eigentlich, so. Und dann haben wir hier dieses Modell mit dieser Skimütze, nicht Skimütze, ja, Skibrille. Rosi Mitterschleier oder so. Also gut, ihr sollt euch jetzt entscheiden. 1, 2, 3 oder 4, 5, 6. Was bringt ihr euch mit? Ihr entscheidet euch, die Damen darf ich nach hinten bitten, ja? So. Es schaut wirklich schick aus. Nett, oder? Ihr habt euch entschieden, dann darf ich die Sandra zu mir bitten. Sandra, dein Stefan ist nämlich der Erste, der muss sich jetzt entscheiden. Ich möchte es gar nicht sehen, weil es bleibt dann spannender. Es bleibt spannender. Stefan, darf ich dich zu uns herein bitten? Mit? Ja. Tatsächlich? Ja. Er hat die 2 ausgesucht, sie hat die 2 aufgeschrieben. Wer darf zurückgehen? Du hast es gewusst und jetzt bitte sag mir noch, das dürft ihr schon behalten, okay. Da, weil sonst im Laufe der Sendung kommt zu viel zusammen. Bitte, warum hast du dich für die 2 entschieden? Das ist nicht so extravagant wie alle anderen. Und sie weiß, dass ich das nicht so gern habe, diese extrem extravaganten Sachen. Aha. Ich bin mehr für das schlichte, dezente und es passt doch unwahrscheinlich gut zu ihr. Das finde ich an dem Brautkleid so schön. Und darum hat mir das am besten gefallen. Bestens. Also dann habt ihr euch schon ein weiteres Fläschchen Shampoos verdient. Dankeschön. Carmetita. Und unser zweiter Bräutigam ist Klaus, richtig? Mhm. Also Klaus, wo bist du? Ah. Jetzt sind wir gespannt. Bitte, Klaus, weshalb hast du dich dafür entschieden, fürs Modell 1? Ja, weil es sehr extravagant ist zum einen und auch sehr sexy. Sehr sexy. Ja. Bitte schön, Renate, kommst du mal zu mir? Was hattest du geglaubt, bringt er dir mit? Zeig mal bitte her. Jawohl. Bestens. Ja, ihr dürft noch drüben gehen, wir tauschen einfach Platz mit Claudia. Claudia, kommst du zu mir? Vorsichtig. Es ist nämlich gar nicht so leicht, hier drauf zu gehen. Das ist nämlich eine Leistung hier mit diesen hochhackigen Stiefeln hier in unserer Eislandschaft. Gut, jetzt brauchen wir deinen Rüdiger noch. Rüdiger, auf die Eisfläche. Bitte, Rüdiger, warum hast du dieses Modell Maria Stuart gewählt? So war die erste Wahl ihres Hochzeitskleides, was ich dann verworfen hatte. Und da wolltest du es ihr jetzt ermöglichen. Ja. Was hast du geglaubt, was bringt er dir mit? Claudia meinte, du bringst die Nummer 5 mit. Was ist denn die Nummer 5 für ein... Die Stratze. Die Stratze wären es gewesen. Mensch, Klausemann. Magst du die so gern oder er mag sie so gern? Du magst sie so gerne. Ja, aber nicht öffentlich. Aber nicht öffentlich, da war ja was drüber, war so ein bisschen Tüll drüber. Also bestens, dann seid so lieb, geht nach drüben an die Bar. Die Strapse, sagt sie. So, und jetzt. Jetzt darf ich alle Kollegen noch mal nach vorne bitten. Und dazu unsere Kostümbildnerin, die hat sich nämlich alles einfallen lassen und ich finde, sie hat es toll gemacht. Uschi Köln. Uschi, yeah. Ganz, ganz süß. Ganz toll geworden. Oh. Hab ich auch nicht gewusst, dass ich dir nur Blumen geben darf. Okay. Toll gemacht, Uschi. Waren schöne Kostüme, ha? Huh? Da gibt's doch überhaupt nichts. So.
Jetzt. Michael, und der Zwischenstand interessiert dich gar nicht. Zwischenstand wäre ganz gut. Ja, wo stehen wir denn eigentlich? Ja, nachdem Sandra und Renate ihre Partner richtig eingeschätzt haben, haben wir inzwischen folgende Champagnerverteilung. Es führen Renate und Klaus mit 4 Flaschen Shampoos und zwischen Sandra und Stefan und Claudia und Rüdiger steht es unentschieden mit jeweils 2 Fläschchen. Na gut, wir haben ja noch ein bisschen was zu spielen, ne? Ja. Wir haben, entschuldige bitte, Renate. Wir haben in unserer heutigen Sendung haben wir ja die richtige Mischform so gefunden. Wir haben ein Pärchen, Sander und Stefan, die sind zum ersten Mal verheiratet. Rüdiger und Claudia, für die beiden ist es jeweils der zweite Versuch. Und Klausemann probiert es zum ersten Mal. Und Renate, für dich ist es der dritte Versuch. Richtig, ja. Mhm. Ihr kommt aus Bad Dürkheim. Ja. Und wir haben uns von euren Freundinnen erzählen lassen, man nennt dich schon die Liz Taylor von Bad Dürkheim. Ja. Sag mal, Klaus, ist das nicht irgendwie eine Belastung für dich? Für ja, also anfänglich war es eine Belastung, aber ich muss sagen, es war das richtige Los. Ja. Es war das richtige Los? Jetzt ist es nicht gerade in New York, Bad Dürkheim. Ja. Gell? Ich meine, da gibt es schon auch ein bisschen Tratsch auf der Straße. Hast du sowas auch erlebt? Weniger. Also ich bin selbst überrascht, dass also der Tratsch in Bad Dürkheim, also der ist relativ gering, muss ich sagen. Mhm. Ja. Jetzt hat die Renate einen Buben mit in die Ehe gebracht. Den hat's auch dabei, gell? Ja. Der Tim? Ja. Wo ist der Tim? Ah, der steht heute nicht. Das kommt auch noch schnell. Hi Tim. Hallo. Grüß dich. Tim, du warst auch dabei bei der Hochzeit, gell? Ja. Aha. Sag mal, und bist du zufrieden mit dem Papi? Komm, wir drehen dich ein bisschen um, sonst sehen wir dich ja zu Hause gar nicht. Ja. Ja? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden, genau. Hast gesagt, jetzt ist er erst richtig dein Papi, oder? Ja. Ja, ganz genau. Möchten Sie noch Geschwisterchen? Ja. Was soll es denn werden, Bub oder Mädchen? Bub. Ein Bub? Warum kein Mädchen? Die fallen mir nicht so. Die Mädchen gefallen dir nicht so? Also muss doch einen Grund geben, Tim, warum dir die Mädels nicht so gefallen. Oh, nee, eigentlich nicht. Mhm. Gibt es keine in der Schule, die dir so ein bisschen gefällt? Nö. Ehrlich nicht? Also du möchtest lieber einen Buben? Ja. Und möglichst bald? Ja. Gut, dann ja, musst du auf den Platz gehen, damit wir mit der Sendung fertig werden. Komm, geh mal zu. So. Das ist der Sohn aus deiner zweiten Ehe, Renate. Und von deinem zweiten Ehemann hast du gesagt, der hatte das passende Alter. Da ja. bist du ja jetzt eigentlich ja. mit ihm, der knapp 10 Jahre jünger, glaube ich, ist, Klaus. Hat er dann das falsche Alter? Nee, genau das Richtige. Er hat das Richtige? Ja, das landläufig passende Alter, ja. Was heißt landläufig? Ja, so die, im Allgemeinen denkt man so, wenn so 3-4 Jahre der Mann älter ist, dann ist das genau passend für die Frau, ja. Und es hat sich eben herausgestellt, dass es nicht passend war, weil er passt einfach besser. Macht man sich da auch mal Gedanken? Kinder schon in 20, 25 Jahren, wenn wir Glück haben und es hält, denn sowas, eine Ehe ist ja nie ein Geschenk für immer und ewig, muss man wieder erneuern. Ja, muss dran gearbeitet werden. Ja. Und da sind wir auch immer kräftig dabei. Es wird nicht langweilig. Mhm. Was hält eurer Meinung nach eine Ehe jung und Ehe gesund? Ach das! Also das auch. Und, auch, was, und auch, was noch? Auch der ständige Austausch. Mhm. Ja, also wir reden viel miteinander, wir streiten auch öfter mal, aber wir vertragen uns auch ganz schnell wieder. Jetzt führt ihr beiden eine Wochenendehe. Ja. Du bist in Bad Dürkheim zu Hause und er ist in München. Ich bin in München, ja. Und es haut hin? Ja. Wie man sieht. Wunderbar. Jetzt klappt's gut. Wunderbar. So, dann kommen wir jetzt zu einem absoluten Weltstar. Das Berühmteste an ihm sind eigentlich seine spanischen Augen, obwohl er eigentlich ein italienischer Amerikaner ist. Meine Damen und Herren, an die müsste es jetzt Trommelwirbel geben. Flitterabend proudly presents. Wir sind ganz stolz, dass wir ihn hier bei uns haben in unserer 30. Ausgabe vom Flitterabend. Hier ist Mr. Blue Spanish Eyes, Mr. Al Martino. And in the hustle and bustle, no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind us. Volare.
Lady Rosalita. Thank you, Michael. Thank you. What a wonderful audience you have out there. It's a great song. Oh, thank you. Thank you. All the best. Thank you, Michael. For the song. Also, das war jetzt quasi Premiere für Lady Rosalita. Si, that's si. Your new song? Yes, my new song. And I'm also here in Germany, not only to do your show, but I'm going to do another show at Congress Hall in Hamburg. Ja, also, December 12th. Can I say the date? Ja. December 12th. Ja, ich übersetze es nur nochmal. es ist also nicht die einzige Sendung, die er jetzt macht. Er ist auch auf Konzertreise und am 12. Dezember ist er für alle Fans in Hamburg im Kongresszentrum. Also, Freunde, ist ja nicht so weit nach Hamburg. Düsen wir alle rüber. Thank you. Aber er hat sich bereit erklärt, nicht nur seine neue Schallplatte hier zu singen, sondern, wie so oft, yeah, unsere Gaststars, er hat sich bereit erklärt, ein ganz spezielles kleines Ständchen zu bringen für unsere Brautpaare. Wollen wir mal alle zusammen zum Klavier gehen, bitte, Freunde? Yeah. Wenn ihr meint, es kommt blaues spanisches Eis. Nein, nein, nicht Blue Spanish Eis. Nein, nichts. Wir haben uns etwas anderes ausgesucht für heute. Nachdem es hier bei uns schon so geschneit hat heute im Studio. Wie wäre es mit White Christmas? Gute Wahl? Ja, ja. Gute Wahl oder nicht gute Wahl? Ja, sure. Gute Wahl, oder? I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. Christmases be white. Merry Thank Christmas, you. Everybody. Merry Christmas. Thank you. Thank you. Schönes Lied, schöne Stimme. Martina, wie schaut's denn aus mit unserem TED? Haben wir eine TED-Wertung? Na klar, sollen wir? Dann werden wir es mit der originalen Melodie machen von Ludwig van Tethoven. Jetzt entscheidet sich alles. Wir hatten Sandra und Steffi, die haben's mit der Reparatur probiert. Renate und Klaus mit dem ersten Mal und mit der Diebes hängen geblieben. Aber das mit der Reparatur war offensichtlich die richtige Idee. Mit 57%. Martina, was heißt denn das jetzt für unseren Stand? Es ist eindeutig entschieden. Sandra und Stefan haben 5 Flaschen Champagner angesammelt. Renate und Klaus führen mit 6 Flaschen Champagner. Und von Claudia und Rüdiger müssen wir uns leider verabschieden mit 3 Flaschen Champagner. Kann man nichts machen. Seid ihr so lieb. Claudia und Rüdiger, kommt ihr zu mir. Ein Pärchen muss ausscheiden. Aber verlieren ist bei uns nicht bitter. Schaut, hier ist unser Bobby Flitter. Hallo, Bobby. Guten Abend. Nein, nicht traurig sein. Ihr Lieben, ihr wisst, vielleicht nicht, aber wir wissen es, ihr sammelt unter anderem Uhren. Und wir wissen, ihr sucht noch dringend eine Standuhr. Die ist sozusagen hier nur als Modell für die große Standuhr, die ihr von unserem Flitterabendteam bekommt. Nehmt es bitte mit nach Hause. Vielen könnt Dank. Ihr einlösen, aber könnt es außerdem noch behalten. Claudia, vielen Dank fürs Spiel. Ciao, ciao. Servus. Ciao. Servus, Rüdiger. Geht doch rüber zu eurem Robert, ne? So. Was? Der Anzug.
Sandra und Stefan, seid ihr gut festgezurrt? Ja. Bestens. Was zu gut? Das werden wir ja gleich sehen, ne? Und da drüben? Alles okay. Renate, Klaus, alles okay? Wirklich, Martina, können wir sie abschicken? Dann heißt es jetzt mit beiden Paaren ab in den siebten Himmel. Jetzt, auf geht's. Ich werde immer wieder gefragt, ob unsere Paare das vorher ausprobieren dürfen. Ihr dürft nicht, gell? Wollt ihr noch ein bisschen höher? Nein, das langt. Das reicht schon, gell? Es reicht. Also, und meine erste Frage an euch hat sich ergeben aus unserer Zuschauerbefragung, die wir in der letzten Sendung veranstaltet haben. Da hatte ich sie gefragt, wie viele Küsse bekommen sie denn so am Tag? Ich meine, innerhalb von 24 Stunden. Jetzt möchte ich zunächst von Sandra und Stefan wissen, wie viele Küsse bekommt der durchschnittliche Flitterabend-Zuschauer pro Tag? Es kommt auf die Art der Küsse an. Diese Frage wollten wir nicht stellen. Wie viel Küsse? Ich würde mal sagen, so ein ist auch schon ein Kuss. Sechs Küsse. Ihr sagt sechs Küsse. Mehr oder weniger? Ja, Moment. Sie haben sich ja gar nicht gemeldet bei uns. So. Sechs. Das ist genauso viel. Ja, das kannst du nicht sagen, genauso viel. Genauso viel kann ich nicht sagen. Na, mehr oder weniger? Mehr. Ihr sagt mehr. Es sind 8,21 Küsse. Damit sind es mehr. Stufe 1 für Sandra und Stefan. Das soll sich mal einer vorstellen. 8,21. Was ist denn bitte ein Kuss von 0,21? So ungefähr. So, einmal vorbeigelaufen, einmal dran gedacht. Übrigens, wir haben herausgefunden, 2,9% unserer Zuschauer werden zurzeit überhaupt nicht geküsst. Das ist eigentlich schade. So, nächste Frage geht an Renate und Klaus. Die amerikanische Zeitschrift Psychology Today hat erschütternde Zahlen zum Thema Brutalität im Badezimmer veröffentlicht. Demnach martern 62% der Frauen ihre Zahnpastatube und drücken sie nicht ordentlich vom Ende her aus. Wie viel Prozent der Männer tun desgleichen? Also 62% der Frauen sind gemein zu ihren Zahnpastatuben. Wie viel Prozent der Männer sind das auch? Jetzt, Renate und Klaus, das ist eine Frage, die bringt einem Leben echt weiter. Ich glaube auch. Ja. 75. Ihr sagt 75%. Mehr oder weniger? Weniger. Ihr sagt weniger. Das ganze Publikum ruft mehr. Es sind 82%. Damit sind es mehr. Das bedeutet Stufe 2 für Sandra und Stefan. Sandra, noch kannst du es sagen, bist du im sechsten Monat? Wir haben doch tatsächlich immer wieder Fliegerinnen gehabt, die schon im vierten Monat schwanger waren. Wir wollten es vorher nicht sagen, weil wir finden Fliegen so toll. So. Der Ehefrieden. Ihr Lieben, der Ehefrieden in Deutschland ist durch viele Umstände gefährdet. Hauptstreitpunkt ist die Kindererziehung. Wie viele Prozent der Eheleute kriegen sich regelmäßig wegen der Sprösslinge in die Haare? Ist das nicht dein Bild für Götter? Schaut mal diese Hände an. Der Dürer, wenn es gewusst hätte, der hätte die ganz anders gemalt, sein berühmter Hände. 58%. Ihr sagt 58%, mehr oder weniger? Mehr. Ihr sagt mehr? Es sind 44%. Stufe 1 jetzt auch für Renate und Klaus. Übrigens auf Platz 2 liegt der Streit ums Geld und am dritthäufigsten zankt man sich wegen Schwiegereltern, ganz genau. Hoffentlich guckt Ihre Schwiegermama nicht zu. So, Frage Nummer 4, zunächst an Renate und Klaus. Die Statistik erweist es eindeutig. Heiraten wirkt sich auf die Gesundheit aus. Den Männern geht es in der Ehe schlechter. Achtung, ich hatte... Jetzt haben 2,5 Ehemänner hier geklatscht. Grund dafür sind Kopfschmerzen, Bauchweh,
Rückenleiden und Blähungen nehmen zu. Aber es gibt wirklich Umfragen, die sind abenteuerlich. So. Die Frauen dagegen fühlen sich besser. Um wie viele Prozent gehen bei den Frauen Magenkrämpfe und Schluckauf zurück, sobald eine Frau unter der Haube ist? Frage an Renate und Klaus. Tja, was hast du jetzt davon? 40%. Hast du die Renate überhaupt gefragt? Ja, er darf es alleine machen. Er darf das total allein sein. Ja. 40%. Mehr oder weniger. Wie viel war es bei den Männern? Bei Männern habe ich überhaupt keine Prozent. Bei den Männern habe ich nur gesagt, und das kennst du ja schon von deinem Stefan, dass er andauernd Kopfschmerzen, Bauchweh, Rückenleiden, später kriegt er auch noch Blähungen. Weiß ich nicht. Steht hier. Also da wir beide viel fliegen, sagen wir weniger. Ihr sagt weniger. Und ihr habt gesagt 40%. Und ihr sagt weniger. Es sind 50%. Es sind 50% und damit habt ihr einen Freiflug in die Bremerhavener Kissen gewonnen. Seid ihr bereit? Jawohl. Dann ab und hinab mit euch beiden. Sandra und Stefan, hin Obi. Schau mal zum Andi. Kann ich dir helfen? Danke. So. Schau mal hin. Das mache ich jetzt einfach. Jetzt schenke, hast du deine Schuhe wieder? Jetzt schenke ich euch so ein Kissen. Die anderen müssen es kaufen. Wir werden immer wieder gefragt, können wir denn nicht so ein Kissen haben? Also ihr dürft jetzt eins mit nach Hause nehmen. Dann wisst ihr auch, worauf ihr gelandet seid. Wir gucken es uns nochmal in Zeitlupe an. Ah, oh, schau mal, der Mann. Todesmutig. Sehr gut, Sandra. Gut so, eingetaucht. Aber verlieren ist auch für euch nicht bitter. Guckt mal, hier kommt unser Bobby Flitter. Gehen wir vielleicht etwas näher. Ihr ahnt es schon. Ihr dürft euch hier etwas aussuchen, vielleicht eine Flasche Wein oder irgend so einen Blumenkohl. Aber so wie ich euren Laden mittlerweile kennengelernt habe, darf ich mal die Flausen hier wegmachen. Danke. Die Flausen solltest eigentlich du immer austreiben, gell? Also Flusen sind es. Wir wissen, es fehlt euch zu eurem häuslichen Glück noch so ein richtiger Allround-Ofen. Und diesen Ofen bekommt ihr von uns. Das ist zunächst mal der Gutschein. Symbolisch schon mal für den Ofen. Auf dem hoffentlich. Wer kocht denn bei euch zu Hause? Beide. Alle beide. Ja. Ich gratuliere euch nochmal. Schade. So, ihr Lieben. Ganz schnell ein Schlückchen. Hier stehen bereits die Koffer. Müssen wir uns irgendwann mal was überlegen, weil es mittlerweile gibt so viele Fernsehsendungen, wo irgendwelche Trümmer im Bild stehen. Vielleicht überlegen wir uns da irgendwann mal was anderes. Reiseziel steht ja noch nicht fest. Also wir wissen noch nicht so ganz genau, wohin oder für welches Reiseziel ihr eure Klamotten aussuchen müsst. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Und wenn Sie Lust hätten, bei uns vielleicht auch mal sogar in der gleichen Situation zu sein wie Renate und Klaus, und falls Sie vorhaben, in den nächsten paar Wochen zu heiraten, unsere nächste Sendung ist am 20. Februar, vielleicht reicht es für diese Sendung schon, vielleicht auch für eine der nächsten Sendungen, schicken Sie doch bitte Ihre Bewerbung an folgende Adresse. Das wäre der Südwestfunk, Flitterabend, 76522 Baden-Baden. Vielleicht schicken Sie ein paar Fotos mit oder vielleicht sogar ein Video. Wir würden uns darüber freuen und vielleicht sitzen wir dann eines Tages hier nebeneinander. Und dann könnte ich vielleicht zu Ihnen sagen, jetzt könnt ihr erst noch mal in Ruhe ein wenig durchatmen. Bis zum Schlussspiel habt ihr noch ein ganz klein wenig Zeit. Und dieses ganz klein wenig Zeit wird mit einem absoluten Superstar gefüllt. Seit knapp 30 Jahren gehört er zur Crème de la Crème, zur High Society der Tenöre. An allen Opernhäusern dieser Welt, von der Metropolitan Opera in New York bis zur Meile in der Scala, ist er sozusagen wie zu Hause eine musikalische Hochburg. Allerdings ist ihm bisher verschlossen geblieben, aber damit räumt er heute auf. Meine Damen und Herren zu Hause, liebe Bremener Hafner, für Sie nun Placido Domingo.
Danke, Herr Kolowski. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Herr Sion. Dies war, wie sprechen wir, Französisch, Englisch oder Deutsch? Ah, vielleicht ein bisschen. Wir versuchen es in Deutsch, weil mein Spanisch ist sehr limitiert. Spanisch ohne Akzent. Ich Spanisch auch total ohne Akzent, aber ich kann nur sagen El Cordobés. Mehr kann ich nicht. Platino, dies war ein Song, ein Titel, den hat Ihr Sohn geschrieben? Ja, mein Sohn ist ein Komponist und es ist ein Gift of Love. Ja, ein Geschenk der Liebe? Ach, Geschenk der Liebe, und ist für Weihnachten der richtige, Geschenk. Sie sind auch zurzeit ganz viel unterwegs in Sachen Weihnachten. Morgen gibt es, glaube ich, in Frankfurt großen Auftritt mit unserem Freund José Carreras. Ja, morgen, ich singe nicht. José und José Carreras und Agnes Walzer singt eine Abend von Operatic Duets und Arien und ich Dirigent. Sie stehen am Pult? Ja, am Pult. Dann sind Sie aber, glaube ich, auch bei uns in München, weil ich habe die Plakate gesehen an Silvester, glaube ich. Richtig, der 31. Silvester ist eine Konzert an Olympia Hall und hoffentlich wie Anfang der 94 singen, so wie immer. Und dann gibt es, und da warten viele Freunde, die uns auch in Österreich ja mit dem Flitterabend sehen können, da warten viele darauf, dann gibt es sozusagen eine Wiederholung des Konzertes vom letzten Jahr. War ein Riesenerfolg, Christmas in Vienna. Erinnern Sie sich noch? Wir haben einen kleinen Ausschnitt für Sie vorbereitet. Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du bringst mich nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Sehr schön. Also das gibt es wieder in Vienna, in Wien. Ja. Wann wird es sein? Will it be in December? In December, in 21. Dezember ist noch ein Konzert. Dann haben wir es ja bald. So. Würde ich auch gerne machen. Würde ich auch gerne mitmachen. Sie machen doch manchmal so Ausflüge. Auch mit John Denver haben Sie gesungen. Ja, ja. Das sind schöne Lieder. Ja. Und Sie singen es auch. Ja, wir können es probieren, aber jetzt haben die unser Klavier schon weggeräumt für Almatino. War das oder ist das Klavier in der Nähe? Ja. Mei. Ja. Was machen? Stille. Was machen? Ja, am besten stille Nacht. Stille Nacht? Also, vielleicht das Publikum singt mit uns. Ja, das Publikum singt. Das ist ganz gut. Nein, das ist ganz gut. Wir beide dirigieren, das Publikum singt alleine. So, es gehört ja eigentlich nur, also Stille Nacht ist eigentlich nur für den 24. Dezember. Aber ja. Wann hat man schon mal die Gelegenheit? We feel in the right mood already. Okay. Also. Stille Nacht, heilige Nacht, alle schläft, einsam wach, nur das traute Wort, heilige Nacht,
Latido, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dankeschön. Dank. Danke. Danke. Und alles Glück für Ihre Konzerte. Dankeschön. Ciao. Danke. Danke. Es sind immer so die kleinen, aber feinen Überraschungen. Apropos Überraschung. Sie sind die Gewinner. Sie sind die Gewinner unseres letzten Flitterabend-Gewinnspiels. Es gibt wie immer für Sie von der Martina ganz lecker verpackt Fläschchen Shampoos. Muss ich mal gucken, während der Proben wird es auch manchmal reingetragen. Jetzt wollen wir mal gucken. Ah, es ist immer noch festgeklebt, aber Sie dürfen es mit nach Hause nehmen. So, früher hatten wir ja hier immer unsere drei Flitterabend-Gewinnspielröhren. Und diesmal haben wir nur noch eine. Das liegt einfach ganz einfach daran, dass wir Ihnen ja beim letzten Mal die Zuschauerfrage gestellt haben. Sie wissen die Sache nach dem Küssen, wie viele Küsse man so bekommt oder Sie so bekommen haben. Und wir haben eine ganze Reihe von Zuschriften bekommen. Vielleicht lag es daran, dass so eine tolle Reise zu gewinnen war. Vielleicht erinnern Sie sich, wer teilgenommen hat und wer heute hier gezogen wird, der gewinnt eine Reise nach Portugal an die schöne Algarve. Es ist wirklich eine Traumreise zusammengestellt von Tourkonzept Weltreisen in Traunstein. Und jetzt wollen wir gerne mal gucken, wer denn diese Reise gewonnen hat. Wer hilft mir? Petra, sind Sie so lieb? Dann schauen wir mal schnell, warum Sie heute Glücksfee sind, das werden wir gleich noch erfahren. Sind Sie so lieb, bitte? Ziehen Sie mal, bitte. Ein bisschen mischen, ja. Bestens. Peter, Sie haben einen... So, das ist einmal die Familie K. Reinsberger, Zellerstraße 46 in 98559 Oberhof. Wunderbar. Peter, dann vielen herzlichen Dank. Das reicht dann auch. Das darf ich mal bitte an mich nehmen. Also... Familie K. Reinsberger aus Oberhof. Sie haben für zwei Personen diese herrliche Reise nach Portugal gewonnen. Und jetzt werden wir mal das Geheimnis lüften, warum Petra hier bei uns Glücksfee gespielt hat. Zunächst einmal, Ihr ganzer Name ist Petra? Samse. Samse. Und wo kommen Sie her? Ich komme aus Hemer im Sauerland. Das ist in der Nähe von Iserlohn. Kenne ich. Und jetzt bitte erzählen Sie mal, was Ihnen widerfahren ist. Sie haben uns geschrieben. Ja, als ich 7 oder 8 Jahre alt war, da habe ich also einen Ehering gefunden und habe den aber nicht abgegeben, sondern in meinem Setzkasten ewig aufgehoben und wollte den eigentlich immer mal zurückgeben oder ich wollte halt immer mal gerne wissen, wem der gehört und man hat ja auch was anderes zu tun, als sich um ein Fundstück aus der Kindheit zu kümmern und dadurch habe ich das bis jetzt eben nicht gemacht. Jetzt sind gerade 25 Jahre her, denn auf diesem Ring kann man eine Gravur erkennen, da heißt es, glaube ich, 26. oder 28. 28.11.68. Also wir haben jetzt eine Mischung. Da ist es, glaube ich, ganz gut zu sehen. Was steht da noch drin? Rosi. Also Rosi. Der Mädchenname Rosi und mit Y. Aha. Also jetzt sind wir irgendwie eine Mischung aus Flitterabend, XY und bitte melde dich. Es könnte ja eine total menschliche Geschichte sein, es könnte aber auch sein, dass einer den verscharrt hat. Weiß nicht. Also es wäre toll, wenn Sie sich bei uns melden würden, wenn Sie vielleicht damals diesen Ring verloren haben. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen, Petra, dass Sie sich bei uns nochmal gemeldet haben. Wir kommen damit zu unserer neuen Zuschauerfrage. Die lautet diesmal, vielleicht sollte ich, ich hab noch was vorbereitet und wir müssen uns zwar beeilen, aber beim letzten Mal, es ist wirklich so goldig, wir haben hier eine Kopie eines Briefes, was das Küssen anbelangt. Da steht hier drauf, hallo Michael, da ich erst 12 Jahre alt bin und man in meinem Alter nur manchmal küsst, bekomme ich also keinen Kuss am Tag und weil ich zurzeit keinen Freund habe. Und meine Eltern küsse ich überhaupt nicht mehr. Ich finde, aus diesem Alter bin ich mit 12 raus. Ich würde sie nur einmal küssen, aber nur, wenn ich Taschengelderhöhung kriege. Also, liebe Ines, ich finde, dass das ein ganz goldiger Brief ist. Jetzt aber wird es höchste Eisenbahn für unsere neue Zuschauerfrage. Ich bitte Sie, sich bei uns zu melden per Kärtchen und mit einer Antwort drauf zu folgender Frage. Denn die Zeiten haben sich ja geändert. Man geht mittlerweile im Pullover, geht man in die Oper und in Jeans zum Standesamt. Andererseits gibt es ja auch wieder einen Trend zur Romantik zu verzeichnen. Und dazu gibt es unsere Frage. Gehört für Sie
zu einer richtigen Hochzeit die Braut ganz in Weiß. Bitte schreiben Sie Ja oder Nein auf eine Postkarte, schicken das Ganze an den Südwestfunk, noch einmal, 76522. Bitte vergessen Sie nicht, Gewinnspiel dazu zu schreiben als Kennwort, nicht, dass Sie alle als potenzielle Brautpaare hier bei uns eingeladen werden. Ja, wäre schön, wenn Sie sich beteiligen und es könnte sich sogar lohnen. Denn für denjenigen, der hier gezogen wird, gibt es diesmal eine super Reise auch zu gewinnen. Und zwar fliegen Sie mit der LTU auf die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen im Mittelmeer, das ist Mallorca, und dort im herrlichen Arabella Hotel Son Vida wird sie das Ehepaar Cirki und alle guten Geister des Hauses aufs Beste verwöhnen. Nebendran ist gleich ein Golfplatz. Also dies ist sicherlich ein zusätzlicher Anreiz, sich hier an unserem Spielchen zu beteiligen. So, und wie das halt so geschieht, gell? Während wir das Filmchen angeguckt haben, hat die Peter noch ein paar Blumen bekommen. Liebe Peter, ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich gemeldet haben. Wäre doch schön, wenn wir den Besitzer von dem Ehering jetzt doch noch auftun und vielleicht hier in unserer Sendung vorstellen können. Das wäre echt schön. Vielen herzlichen Dank und wir machen weiter mit unserem Schlussspiel. Das Märchen wartet nämlich schon drüben. Renore, Renore und Klaus. So, jetzt gilt's. Jetzt gilt's. Entweder Reise innerhalb Europas, eine tolle Reise, oder eine Reise, die es wirklich in sich hat. Mehr möchte ich jetzt noch nicht dazu sagen. Ihr habt 5 Aufgaben, die ihr, wie so oft bei uns, in 4 Minuten erledigen müsst. Die erste Aufgabe wird sein, ihr müsst in diese Winterlandschaft, hier vorne, auf dieses kleine Podestchen, ihr sollt einen Schneemann dort aufbauen. Ja. Der Schneemann hat sich in diesen Tiefkühlboxen versteckt. Das heißt, wenn das keine Tiefkühlboxen sind, dann schmilzt der langsam. Dann sollten wir uns vielleicht ein wenig beeilen. Martina, ist die Uhr bereit? Aber ja doch. Es dann kann legen wir los. Losgehen. Auf geht's, jetzt Freunde. Und die Bremer Harte dürfen wir anfeuern. Hier drüben, ja. So wird schon eher. Eine Minute ist vorbei. Ja, schon okay. Steht da im Schnee. Das sind die Füße. Halt! Hier sind die Füße. Und das sind die Füße. Was ist das? Die Füße. Kinder? Ja, Freunde. Scheiße. Was sitzt da oben drauf? So, jetzt. Das. Schaut mal da, schaut mal da. Nee. Nein, 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 das sind die Arme. Das sind die Arme, ist doch viel kleiner. Ja, lass stehen. Und noch ein Arm. Und der Kopf. Jawohl. So, jetzt bitte die Schlitten rausholen. Ja, ja, doch nicht. Das geht schon, das geht schon. So, danke schön. Jetzt bitte den Schlitten befreien von diesem ganzen Zeug, damit ihr Platz nehmen könnt. So, ihr sollt nämlich nach draußen gehen, respektive fahren und sollt Geschenke holen und einen Weihnachtsbaum. Nehmt Platz bitte. Nee, ohne Rentiere geht's nicht. Besorgt euch ein paar Rentiere aus dem Publikum. 4 Helfer bitte. Ja, 4 Helfer ist gut da. Wer hilft uns bitte? So, also dann setzt euch das auf. Unsere Rentiere, ich werde nicht mehr. Gut, die Bremerhavener. Und festhalten, ab die Post. Mein lieber Spahn. Mensch, ist es kalt hier in Bremerhaven. So, Freunde, ihr sollt die Geschenke einladen und bitte diesen Weihnachtsbaum. So, vorsichtig. Ich helfe dir, Renate. Hier wird gewendet. Knacken hier. Die Geschenke. So, rein damit. So. Oh. Wollen wir beeilen? Ja, ja. So. So, geht schon. Tritt sich fest. Haltet das Ding fest. Und draufsetzen. Und rein geht's, ihr Rentiere. Auf geht's, kommt.
ist natürlich Schornstein. Was? Um was geht's? Ihr sollt die Geschenke reinbringen, aber es ist zugesperrt. Er kommt durch den Schornstein. Was mache ich? Ja, du bleibst hier. Ja, komm, Nikolaus, Attacke. Noch 50 Sekunden. Hopp, oh Tempo. Gott, da kommt. Hopp, hopp, aufmachen. Oben noch, oben. Feste, na nochmal hier. Und ah. Unten. So, einpassen, rein damit. Hier ist noch ein Geschenk. Aha, das war eine Wand, aber okay. So, jetzt müssen wir Strom haben, Strom. Komm her. Du musst Strom erzeugen, komm. Geh, du komm her zu mir, komm her zu mir. Okay, komm, ich helfe mal, ist ja egal. Es wäre aber eng geworden, sage ich dir. Die Füße? Das ist ganz gut. Heute Morgen habe ich für den Südwestfunk mit unserem Weltmeister Mike Kluge telefoniert. Da habe ich gedacht, ich müsste unbedingt Fahrrad fahren. Maradona, man wird immer älter. Wo euch eure Reise hinführt, das erfahren wir wie immer von unserer Flugkapitänin. Da drüben ist er. Du kannst ja in deinem... Ich habe das im letzten Moment gesehen, du kannst ja gar nicht Fahrrad fahren. Ah. Kommst du ein bisschen rüber, Klaus? Wir nehmen dich, die Renate in die Mitte. Liebe Renate, lieber Klaus, mein Name ist Hans-Jürgen Fahrt. Ich bin Flugkapitän bei LTU auf Dreistar und ich verspreche Ihnen, dass Sie in Kürze gleich zweimal in die Luft gehen werden. Zum einen vor Freude und zum anderen mit unserem Komfortjet. Wir werden Sie im Namen von THR als Ehrengäste bei uns an Bord begrüßen und dann nehmen wir Kurs auf die Westindischen Inseln. Nach der Landung in Barbados fliegen Sie weiter nach Antigua und dort wartet ein anderer Kapitän auf Sie, der mit allen Wassern gewaschen ist und ziemlich viel Wind macht. Und was das bedeutet, erfahren Sie jetzt von Michael. Also, 4 stolze Masten, 3300 Quadratmeter Segelfläche und ein exklusives Ambiente, guckt mal da. Das sind die Kennzeichen des Traumschiffes Star Clipper. Mit diesem Supersegler werdet ihr 8 Tage durch die Karibik rauschen. Ihr besucht unter anderem Martinique, die Insel Santa Lucia, exotische Insel mit strahlend weißen Stränden mitten im tiefblauen Meer. Es erwartet euch eine faszinierende Pflanzen- und Tierwelt und ein Lebensgefühl voller Frische, Freiheit und Abenteuer. Wir alle wünschen euch nicht nur für die Hochzeitsreise, sondern auch für eure Liebe stets volle Fahrt voraus. Herzlichen Glückwunsch, Renate und Klaus, alles Gute und Schiff Ahoi, euer Ticket. Ja. Tim, super, ha? So, das war's. Das war unser 30. Flitterabend heute aus Bremerhaven. Wir sind ein ganz klein wenig später dran. Liebe Sabine, bitte um Entschuldigung. Wir werden uns bemühen, aber so ganz unter Kontrolle haben wir es dann doch nicht. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt machen wir auch Schluss. Das war's dann. Tagesthemen kommen mit Sabine Christiansen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus, Wiederschauen. Feiern Sie mit. Zum Abschluss eines tollen Sportjahres treffen sich in
So fängt zwar jedes Glücksrad an, doch dieser Glücksradabend wird extra lang, denn heute laden wir Sie zu einer stimmungsvollen Gewinnergala, die so richtig hineinpasst in die Zeit des Feierns und des Schenkens. Herzlich willkommen also im Vogelhaut-Studio an der Havelsche See in Berlin, wo es Ihnen, liebe Zuschauer und unseren Gästen, während der nächsten 100 Minuten an nichts, aber auch gar nichts fehlen soll. Rätsel, Musik und echtes Glücksgefühl erwarten Sie im großen Glücksrad Millionenspiel. Und jetzt sage ich lieber gar nichts mehr. Ich habe das Gefühl, es weihnachtet sehr. Guten Abend. Heute mache ich mal den Anfang und ich möchte Sie recht herzlich im Glücksradstudio begrüßen. Sind Sie denn auch alle schön brav gewesen? Dann haben Sie heute Abend hier nichts zu befürchten. Für echte Glücksradkenner zwei echte Weihnachtsmänner. Herzlich willkommen auch Maren. Du bist aber eine goldige Klingelfee. Herzlichen Dank auch von mir und herzlich willkommen im Glücksrad Millionenspiel. Ja, das hört man doch gerne, wenn alle brav gewesen sind. Ich habe nämlich keine Lust, dieses schwere Ding den ganzen Abend mit mir rumzuschleppen. Ich würde vorschlagen, wir fangen doch gleich mal an mit der Bescherung. Moment, Herr Kollege. In 100 Minuten kann ja so viel geschehen. Wer weiß, ob unsere Gäste dann wirklich brav gewesen sind. Ja, aber Peter, die Leute wollen doch wissen, was da drin ist, nicht wahr? Ha! Das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre ich natürlich auch. Aber ich verspreche Ihnen, liebe Gäste, es ist für jeden etwas drin. Beim Finale. Ja, und was mache ich so lange mit diesem Ding hier? Am besten, ich nehme euch die Geschenke ab und helfe euch ein bisschen aus den Mänteln. Und während ihr euch umzieht, da erzählt uns mal der Holger, was es denn heute Schönes auf den Preispaletten gibt. Nicht, Holger? Klar doch, weil ich mir auch was Spannenderes vorstellen kann, als euch beim Umziehen zuzuschauen. Ich denke da zum Beispiel an ein paar sehr attraktive Geschenke, die für alle, die zu spät sind, der sogenannten Last-Minute-Käufer gehören. Folgen Sie mir ins Reich der erfüllbaren Wünsche, dem heute Preis im Gesamtwert von 90.240 Mark auf Sie warten. Hier zum Beispiel. Edler von Mornack, der beliebte AOC-Rotwein, sanft und weich im Charakter aus der Heimat, sanfter, weicher Weine, dem Weinbaugebiet Mornack. Edler von Mornack AOC wird dieses Jahr 25 Jahre jung. Jetzt findet eine große treue Bonusaktion im Handel statt. Für 12 Flaschen erhalten Sie 5 Mark und 1 Mark Porto-Rückerstattung. Das Gewinnpaket mit 12 Flaschen Edler von Mornack Rotwein und 12 Flaschen Rosé für 95 Mark. Dieses Kofferset gehört zur Prima Class Collection von Il Ponte. Das Design stellt eine Weltkarte dar, die durch ihre Farbgebung an die Antike erinnert. Der Stilist Alviero Martini brachte von einer Moskau-Reise alte Landkarten mit. Sie dienten als Vorlage für diese Produktreihe. Hergestellt werden sie im Lederwaren-Traditionshaus Rossi. Die Kreativität von Alviero Martini, die Zuverlässigkeit von Rossi sowie die Qualität des angewendeten Materials machen aus Prima Class ein Produkt des gehobenen Ambiente. Dieses Kofferset von Il Ponte hat einen Wert von 4.230 Mark. Zu einem dreiwöchigen Traumurlaub an Bord der Arkona lädt Seetours den Gewinner des Bonuspreises ein. Das deutsche erste Klasseschiff ist auch 1994 und 1995 exklusiv für den Frankfurter Kreuzfahrtspezialisten auf weltweiten Routen unterwegs. Getreu dem Motto, jeden Tag ein anderer Urlaub, verbindet die Arkona denn auch auf ihrer Gewinnerreise in 3 Wochen die schönsten Inseln der Karibik mit den Traumstränden Lateinamerikas. Von Caracas in Venezuela aus nimmt die Arkona Kurs auf die Antillen. St. Vincent, St. Martin, St. Thomas, Dominikanische Republik, Jamaika und Aruba sind die klingenden Namen der Eilande. Über eine Fahrt durch den gewaltigen Panama-Kanal erreicht das beliebte Kreuzfahrtschiff den gewaltigen Pazifik. Dort steuert die Arkona die Küsten von Costa Rica, Guatemala und Mexiko an. Starten Sie mit Seetours zu Ihrer Traumschiffreise. Der Wert der Kreuzfahrt beträgt 20.000 Mark. Und das ist noch nicht alles, denn was für die einen Rätsel- und Gewinnvergnügen beim Glücksrad ist, ist für die anderen die wöchentliche Hochspannung bei den Ziehungen der Süddeutschen Klassenlotterie. Heute wieder mit dabei im Rahmen der großen Glücksrad-Gala eine echte Millionenspielfee. Und Sie sind das Empfangskomitee. Hier kommt Kundis Zambo. Wie jedes Jahr trägt das Tal sein weißes Winterkleid. Die Berg und der Wald, die sind wie immer tief verschneit. Ich freue mich auf die heilige Nacht und schau zum Fenster raus. Jetzt dauert's nimmer lang, dann kommst du nach Haus. Denn Weihnacht ist erst, wenn du erst dann werd ich Frieden und still. Mit dir diese Stunden genießen.
uns ruhig. Die Straßen sind jetzt leer, nur der Wind weht von fern den Klang der Kirchturmglocken her. Die Geschenke unterm Baum, das Kind hat an alles Acht. Doch für mich gibt's nur eins, was mich glücklich macht.